Am 15. Spieltag der ersten Regionalliga West empfingen die Schalker Basketballer das Top-Team der Grevenbroich Elephants in der Adeco-Arena. Kein leichtes Unterfangen also für die Knappen nach dem verpatzten Rückrundenauftakt vom letzten Wochenende bei der SG Sechtem, zumal man weiterhin auf Aufbauspieler Pablo Vila Ramos verzichten musste, der nach einem Krankenhausaufenthalt noch nicht wieder fit war. Dahingegen konnten die Schalker allerdings wieder auf US-Boy Justin Smith und Atanas Penev zurückgreifen, die ihre Blessuren aus der Vorwoche endlich überwunden hatten. Los ging's im Topspiel in der Ardeco Arena gegen die Grevenbroich Elephants. Die ersten zwei Punkte gehörten auch den Gästen durch Raed Mostafa. Nino Janoschek zeigte im Anschluss seine Stärke unter den Brettern und glich zum 2:2 für die Knappen aus. Im Rebound waren die Schalker noch ein wenig unkonzentriert und so fischte Bastian Becker für die Elephants den Offensiv-Rebound und kam zu zwei einfachen Punkten unter dem Korb. David Feldmann auf Seiten der Knappen vertrat seinen spanischen Aufbauspieler bestens und netzte innerhalb von 30 Sekunden zwei Dreier zur 8:4 Führung für die Knappen ein. Auch US-Boy Justin Smith kam aus der Mitteldistanz zu guten Punkten und erhöhte weiter den Vorsprung der Knappen, ehe Atanas Penev mit Autorität zum Korb zog und mit starken Punkten einnetzte. Jan Litterjör zum Abschluss des Viertels zum 22:14 aus der Ferne. Die Schalker erwischten einen guten Start ins zweite Viertel. Es begann der erfolgreiche Tag des Willi Köhler. Der 25-Jährige netzte zweimal innerhalb von 30 Sekunden aus der Mitteldistanz erfolgreich ein. Aber auch die Elephants hielten von nun an dagegen. Simon Bennett taute auf und netzte von außen per Dreier ein. Schöne Aktion von Justin Smith auf dem Weg zum Korb, ehe Federico Cozzo für die Elephants auf 35:24 per Dreier verkürzen konnte. US-Boy Justin Smith, diesmal im Nachfassen, hielt die Schalker im Rennen, gestaltete die Partie offen, ehe Raed Mostafa hier per And-One und John Bynum einen kleinen Zwischensprint der Elephants einläuteten. Justin Smith war es dann auch, der den Viertelendstand auf 43:35 zur Halbzeit herstellte. Nach der Pause waren die Knappen hellwach. Erst traf Jan Letterjör per Dreier völlig blank aus der Ecke zum 46:35 für die Schalker und dann tat es ihm sein Teamkollege, der starke David Feldmann, gleich und netzte per Dreier ein und erhöhte den Vorsprung der Knappen. Raed Mostafa zeigte, dass auch er von außen punkten konnte und verkürzte den Vorsprung der Schalker für seine Elephants. Nasko Penev stellte dann die Defense vor größere Probleme, zog zum Korb und punktete stark im Abschluss. Auch Nino Janoschek konnte einfache Punkte einstreuen, da die Elephants teilweise nachlässig verteidigten. Simon Bennett stellte die Knappen in der Defense vor größere Probleme, indem er seinen Wurf von außen traf. Die Stimmung in der Adeco Arena war prächtig, was auch die Goldflame Cheerleader hier unterstreichen. Bastian Becker zog zum Korb und konnte mit ein wenig Glück punkten. Im Gegenzug zündete Steffen Pichotta den Turbo und überrollte die Defense der Elephants mit viel Speed. Christoph Schmüderich traf dann noch sehenswert aus der Drehung zum 62:52 vor den letzten 10 Minuten für die Knappen. Es ging ins entscheidende letzte Viertel und der Auftakt gehörte eindeutig den Gästen aus Grevenbroich. Federico Cozzo traf per Dreier und auch Simon Bennett war erfolgreich, sodass die Elephants den Vorsprung der Königsblauen auf 62:58 verkürzen konnten. Der starke Willi Köhler hielt allerdings dagegen. Aus der Mitteldistanz war er erfolgreich und baute den Vorsprung erneut aus. Dann war er auch noch aufmerksam beim Rebound und sah noch seinen freien Mitspieler Justin Smith, der auf 67:60 verkürzen konnte. Farid Sadek im Gegenzug ließ sich nicht abschütteln und verkürzte erneut auf 67:62. Wieder aus der Ecke, wieder Jan Letterjör, wieder erfolgreich. Die Knappen führten mit 70:62 und auch Willi Köhler konnte aus der Mitteldistanz noch eine Schippe drauflegen, sodass der Vorsprung anwuchs. Federico Cozzo versuchte noch einmal alles für die Elephants, aber Justin Smith hatte den Willen, fischte den Offensiv-Rebound und verwertete aus guter Position für Königsblau. In einer foulintensiven Schlussphase behielten die Knappen dann die Nerven, verwandelten 16 der 18 letzten Freiwürfe, die sie zugesprochen bekamen, und schenkten den Sieg am Ende nicht mehr her.
So gewann die Knappen am Ende deutlich und verdient 91-73 gegen das Top-Team aus Grevenbroich und sind vor dem schweren Spiel in Iserlohn rechtzeitig in die Erfolgsspur zurückgekehrt.